Renaldo ist nun trocken. Irgendwo hat er meine Bürste hingefeuert. So. Komm her, bitte steh da. Steh mal. Steh. So. Also, noch nicht ganz in Showkondition. Da gehört noch einiges weggetrimmt. Viel Arbeit haben wir noch vor uns, sofern er nochmal zur Show gehen sollte. Das hier vorne muss weg. Naja, die meisten wissen ja, wie meine Hunde aussehen zu Showzeiten. So, aber ich komme überall wunderbar mit dem Kamm durch. Der Hund ist seidig, glatt, riecht gut, schön gepflegt. So wollen wir die Hunde doch haben. Ja. So, also das hier müsste ich alles noch abtrimmen. Das kommt alles in der nächsten Zeit noch runter. Ich lasse hier aber noch ein bisschen auswachsen. So, mal gucken, ob das euch richtig steht. 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 Dass man das auch gut sieht. Ja, ich guck mal, ob man... Ah, perfekt. Bleib. So. Gut. Und ich zeige euch jetzt nochmal das Aufbürsten an dem Jimmy. Da sieht man es ein bisschen besser an einem roten Hund als an einem schwarzen. Und dann auch, wo ihr was schneiden könnt. Grundsätzlich, je nachdem wie der Wuchs hier ist, es gibt im Moment Diskussionen über diese Fibrissen hier, über die Schnurhaare. Bei manchen ist der Haarwuchs so extrem hier vorne, dass wir sie einfach abrasieren müssen. Da gehen die Meinungen auseinander. Ich bin auch der Meinung, die haben keine Funktion mehr bei unseren gezüchteten Haushunden. Ja, der Kopf soll natürlich schön glatt sein, wie beim Cocker. Das hier, den Hals, die Ohren weg. Das hier wird schön kurz rasiert. In die Schultern wird das normalerweise eingeblendet mit der Effilierschere, mit der Modellierschere. Müsst ihr aber alles nicht machen. Die Füße werden schön katzenpfotenartig geschnitten. Die Rute wird schön geschnitten, hier der Rutenansatz schön. Und natürlich die Längen, wenn nötig. Was ihr zu Hause machen könnt, ihr könnt die Schnute schön rasieren, dass er schön frei ist, dass er auch wieder gut gucken kann. Ihr könnt hier die Ohrmuschel frei rasieren, dass die Luft schön zirkulieren kann und eben keine Ohrentzündung entstehen. Bei ihm ist es immer so, je nachdem was er isst, er reagiert da ein bisschen allergisch drauf. Ihr könnt den Hals schön runter rasieren und die Pfötchen schneiden. Das zeige ich euch jetzt alles am besten am Jimmy. Wobei, wenn ich mich recht drüber nachdenke, vielleicht doch eher am Rinaldo nachher. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, wie man den Hund schön bürstet, ohne dass es zieht. Nicht erschrecken, jetzt gibt es ein bisschen Theater. Chill. Na, ich muss doch in Grenzen. So. Da habt ihr den Jimmy. Ihr müsst ja jetzt, wenn ihr den Hund bürsten wollt, nicht jedes Mal den Hund waschen und das volle Programm machen. Rüber, so. Also das mache ich auch nicht. Wenn ich die zwischendurch bürste, dann bürste ich auch einfach mal drüber. Ja, habe euch jetzt nur mal gezeigt in den Kapiteln, was man alles machen kann zu Hause. So, ich fange meistens auch hinten an. Bürste also hier schön durch. Was ich mache, ich halte mir meistens hier das Beinchen fest und ziehe dann wirklich kräftig durch, sodass es schön locker wird. So, dann halte ich die. Geh mal ein bisschen runter, dass man sieht, Stinger. So, und dann schön in die Längen. Normalerweise bin ich auf der anderen Seite, aber dann seht ihr nichts. So, auf der anderen Seite. Da hört ihr das? Schön verbackt vom Pinkeln. Ja. Alles schön aufbürsten. Bürsten riecht ihr das auch, der Rüdigurin. Bei den Hündinnen ist es immer meist hinten, dass sie sich ein bisschen vollpieseln und auch gerade wenn die läufig waren, wascht die immer mal komplett aus. So. Einmal rum. Einmal her. Ich bürste ihn jetzt nicht komplett durch. Ich will es euch nur zeigen. Wichtig ist, jetzt komme ich doch mal rum, dass ihr, wenn ihr unter den Armen bürsten wollt oder sowas, den Hund nicht hier diesen Arm zur Seite legt. Das können die nicht. Die können die Schulter nicht
zur Seite rotieren lassen wie wir. Wir können in 360 Grad die Schulter rotieren lassen. Hunde können nur nach vorne und nach hinten. Seitlich, ihr würdet die Schulter irgendwann auskugeln. Deswegen nehme ich immer den Ellenbogen hier und bürste schön durch. So, bis ihr dieses Geräusch, dieses kratzende Geräusch nicht mehr hört, weil das ist alles Filz. So. Hier seht ihr die Stelle, die operiert wurde. Ist noch nicht ganz nachgewachsen. So, und nun hört ihr nichts mehr. Alles frei. Ne? Der ist immer noch ein bisschen voll gepinkelt, tut ihm aber weh. Deswegen empfehle ich, nie ohne Kämmspray bürsten. Weil es zieht so ab, macht irgendein Kämmspray rein, Mähenspray für die Pferde oder speziell für Hunde ein Kämmspray. Und dann ist es deutlich angenehmer für den Hund, wenn ihr ihn vorher nicht gewaschen habt. So, das sind die ganzen Haare, die Filzhaare, weil diese Bürste zieht wirklich nur den Filz raus und lässt die normalen Haare stehen. Sonst hätte ich beim Schuhhund, der ein bisschen verfilzt ist, einen Nackthund. So, wenn euer Hund das mit sich machen lässt, weil wie will ich sonst den Bauch bürsten, legt ihn hin. Ist für uns auch immer ganz angenehm, für uns Hundefriseure, wenn der Hund liegt. Für den Hund entspannter und auch für mich. Hier wurde auch rasiert, da hat er auch eine kleine Hautwucherung gehabt. Aber so kann ich, und so kann ich jetzt auch ein bisschen den Arm anheben, um unten in die Achselhöhle reinzukommen zum Bürsten. So kann ich hier wunderbar alles bürsten, kann ihn vielleicht auch ein bisschen weiter drehen, kann hier schön, ja, deine private Region bürsten, gell? Die Oberschenkel. Alles wunderbar bürsten, wenn ihr dem Hund das beibringt, sich auch mal hinzulegen. Die Sprunggelenke hinten könnt ihr mal in alle Richtungen bürsten. Und ihr seht, ich drücke wirklich arg auf mit der Bürste und der Hund jammert nicht, das tut ihm nicht weh. Klar könnt ihr jetzt sagen, naja, die sind ja auch Kummer gewohnt, meine zwei. Aber glaubt mir, der hier ist ein richtiges Weichei. Ja, der schreit bei jedem bisschen. So, die Ohren, ich fange innen an, halte sie mir so fest, weil wenn ich sie nicht festhalte, Jimmy. Und reiß immer so, das ist sehr unangenehm. Also halte ich mir die Ohren fest, so, und ziehe die Bürste durch. Also auf dieser Seite sowieso sehr empfindlich, weil er hier diese Operation hatte, an seiner Fistel. So, genauso auch außen, ihr seht hier da irgendwelche Ästchen, Blätter, keine Ahnung was drin, das ist beim Cocker so. Und das bürste ich auch alles schön raus. Richtig kräftig. So. Und ich empfehle immer, nach dem Bürsten, bleibt mal sitzen, auch immer noch mal die Kammprobe zu machen, dass auch wirklich jeder Filz raus ist, wenn ihr den Kamm durchziehen könnt. Erst die grobe Seite. Da kommt immer noch was raus und dann die feinere Seite. So. Und wenn ihr richtig schön durchkommt, ist kein Filz mehr drin und der Hund ist schön filzfrei. So. Ich stehe nochmal. So, genau. Dann wollte ich euch ja noch zeigen, wie man das hier zupft. Bleib stehen. Andersrum, Stinker. Also Jimmy hasst das mittlerweile. Und hier seht ihr nochmal das vom... Seht ihr das? Vom Pinkeln beim Rüden. Wie das alles so verklebt ist. So. Jetzt ich mir gerade noch diese Fingerkondome drüber. So, ich zoome auch nochmal ein bisschen ran. So, jetzt müsstet ihr das gut sehen können. Diese Partie. Hier sind die Längen, die stumpf sind, die heller sind. Und ihr seht schon, ich ging nur so ganz leicht rein und zupf das ein bisschen raus und habe das drin. So. Und dann könnt ihr alle
blonden, also bei den roten, die blonden Haare rauszupfen. Immer schön die Spitzen greifen und schön rauszupfen. Guck mal hier. Die Partie zum Zupfen ist grundsätzlich alles, was den Rücken und die Seiten der Gliedmaßen, also die Oberschenkel und die Oberarme betrifft. Und den Kopf könnt ihr schön kurz zupfen. Alles raus. Immer schön die Spitzen greifen. Was ihr auch machen könnt, entweder mit einem Kamm, einmal so rein oder einmal mit den Fingern so durch. Und alles, was jetzt noch absteht, wenn ihr von der Seite guckt, könnt ihr rauszupfen. So, schaut euch das mal an. Alles totes Haar. Zupfen tut nicht weh. Das sind die abgestorbenen Haare, die nicht mehr mit den Nervensträngen aus der Haarwurzel verbunden sind. Und alle Härchen, die abstehen, können raus. Mal über die Decke hier drüber gehen, über den Rücken. So. Immer einmal hoch, zweimal zupfen, einmal hoch, zweimal zupfen. Oder einmal hoch, zupfen, je nachdem. Am Hintern wird es immer ein bisschen unangenehm. Wenn ihr einen sehr zugerollten Hund habt, aber auch nur dann, nehmt ihr den Code King. Den seht ihr. Machen wir ein bisschen kleiner, so. Und dann könnt ihr hier hinten, da wo diese empfindliche Partie ist, hier einmal so durchgehen. Aber auch vorsichtig, weil er schneidet. Ja, schön vorsichtig einmal hier durch. Lieber ein bisschen zu zaghaft als einmal zu viel und ihr ärgert euch hinterher, dass der alles abgeschnitten hat. So. Den Code King nicht über den Rücken benutzen. Lasst das. Geht hier ein bisschen durch, wenn ihr die Fahnen ausdünnen wollt, geht ein bisschen durch die Ohren. Damit macht ihr nichts verkehrt, aber auch immer nur mit dem Haarwuchs, nie gegen den Strich. So. An schwierigen Stellen, wenn ihr was wegzupfen wollt, könnt ihr ein bisschen Puder benutzen, normales Babypuder, Talg, was auch immer. Und damit habt ihr es ein bisschen griffiger. So, das ist eigentlich alles, was ihr zum Thema Bürsten wissen müsst. Ich zeige euch noch eine Sache. Das sind einmal die Spratzkämme, der mit dem Gummi, da bleiben die Haare schön dran kleben, und einmal der ganz dünne. Wichtig ist, dass man dann einfach nicht nur so durchkämmt, weil dann bringt er nichts, sondern wirklich hier festhaltet die Haut und einmal wirklich, dass der Gummi auf der Haut anliegt, durchzieht. So, und das, ich zeig's euch mal, das wollen wir haben. Das könnt ihr mit dem Gummi machen. Das hier würde ich jetzt zum Beispiel auch noch wegzupfen. Schön mit dem Gummi, schön flach anlegen, durchziehen. So, nicht erschrecken, meistens wirklich da an der Stelle, wo ihr mehr Druck ausübt. Hier hinten Richtung Griff ist mehr Haar drin. Das gleiche könnt ihr auch mit dem engen Kamm machen. Ohne Gummi oder mit Gummi, könnt ihr einen kleinen Bürogummi reinfriemeln. Auch nicht so durchkämmen, sondern wirklich so halten und flach anliegen, dass wirklich der Rücken des Kamms auf der Haut anliegt und zieht das durch. Und fummelt nicht gleich die Haare hier raus, weil die wirken auch wie bei dem Gummi, ein bisschen als Bremse. Lasst die ruhig drin, bis richtig viel drin ist. Du kannst dich auch hinlegen, Buschi. Leg dich mal hin. So, und könnt damit überall durchgehen. Damit macht ihr überhaupt nichts verkehrt. Kamm und Bürste, mehr braucht ihr im Prinzip nicht. So, und da habt ihr schon einiges drin am Unterhalt. Ja, wie gesagt, mehr ist zum Bürsten und Kämmen nicht zu sagen. Ich wasche den Jimmy jetzt auch durch und dann zeige ich euch einfach mal schnell, was ihr wie schneiden könnt. Wobei, ihr werdet jetzt hier nicht viel sehen, weil meine sind ja schon recht gut geschnitten worden vor ein paar Wochen. Aber ich zeige es euch trotzdem mal, was ihr zu Hause machen könnt. Bis gleich! Bis.